Hallo, bist du so klug wie Albert Einstein? Kannst du alle 25 Fragen beantworten? Beachte auch unser aktuelles Gewinnspiel auf unserer Kanalseite. Legen wir nun los. Wie immer beginnen wir mit ein paar einfachen Fragen. In welchem Land liegt die Inka-Siedlung Machu Picchu? Argentinien, Peru oder Venezuela? In Peru. Antwort B. Woraus wird Kork für Flaschenverschlüsse gewonnen? Aus der Korkfichte, der Korkeiche oder der Korkbirke? Aus der Korkeiche. Wie heißt das japanische Wort für Comic? Maki, Manga oder Mitsubishi? Es heißt Manga. In welchem europäischen Land wird nicht mit dem Euro bezahlt? In Dänemark, Italien oder in Deutschland? In Dänemark. Frage 5. Welches dieser Tiere ist ein Beuteltier? Koala, Erdmännchen oder Elefant? Koala. Welche Krankheitserreger werden mit Antibiotika bekämpft? Viren, Bakterien oder Pilze? Bakterien. Wie lang ist die kürzeste Straße in Paris? 2, 4 oder 6 Meter? 6 Meter lang. Frage 8. Wie viele Spieler gibt es in einem Basketballspiel je Team? Wenn dir das Quiz gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. 4, 5 oder 6 Spieler. Es sind 5 Spieler je Mannschaft. Zu welchem Land gehört Boa Vista? Trinidad, Madagaskar oder Kap Verde? Zu Kap Verde. Antwort C ist richtig. Welches dieser Elemente besitzt die kleinste Ordnungszahl? Magnesium, Titan oder Xenon? Magnesium hat die kleinste Ordnungszahl. Wie heißt die Sängerin Rihanna mit vollem Namen? Yelani Mary Rihanna, Robin Rihanna Fenty oder Rihanna Jane Binti? Sie heißt Robin Rihanna Fenty. In welchem Land mündet der Amazonas in den Atlantik? Kolumbien, Argentinien oder Brasilien? In Brasilien. Wer hütete den Baum mit den goldenen Äpfeln? Die Musen, die Hesperiden oder die Parzen? Es waren die Hesperiden. Antwort B ist richtig.
Frage 14. Was verkaufte Peter Schlemihl? Seinen Schatten, seine Seele oder seine Stimme? Er verkaufte seinen Schatten. In welcher Stadt findet man das Meeresmuseum Oceanum? In Stralsund, Hamburg oder Kiel? In Stralsund. In welcher Stadt eröffnete die EZB 2015 ihren Neubau? Vergiss nicht zu abonnieren, wenn du kein neues Quiz mehr verpassen möchtest. In Zürich, London oder Frankfurt? In Frankfurt. Wer malte das Isenheimer Altarbild? Albrecht Dürer, Matthias Grünewald oder Caspar David Friedrich? Es wurde von Matthias Grünewald gemalt. Für welchen dieser Vereine hat Cristiano Ronaldo noch nie gespielt? Sporting Lissabon, Benfica Lissabon oder Nationalfunkschau? Er hat noch nie für Benfica Lissabon gespielt. Welcher dieser Griechen war kein Philosoph? Perikles, Sokrates oder Aristoteles? Perikles war kein Philosoph. Frage 20. Welches Gewürz ist in der Regel der Hauptbestandteil von Curry? Kurkuma, Koriander oder Kümmel? Es ist Kurkuma. Antwort A stimmt. In welcher deutschen Stadt hat das Bundessozialgericht seinen Sitz? In Kassel, Erfurt oder München? In Kassel. Welcher Planet außer der Erde hat auch eine blaue Farbe? Neptun, Mars oder Jupiter? Der Neptun ist ebenfalls blau. Woran soll der Gründonnerstag erinnern? An die Auferstehung Jesu, an das letzte Abendmahl oder an den Verrat Judas? An das letzte Abendmahl. Vorletzte Frage. Wo in Dresden steht Martin Luther? Vor der Frauenkirche, vor dem Schloss oder am grünen Gewölbe? Er steht vor der Frauenkirche. Antwort A ist richtig. Letzte Frage. In welchem Land gab es im Jahr 2020 mehr Priesterinnen als Priester? Deutschland, USA oder Schweden? In Schweden. Antwort C ist richtig. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Möchtest du uns unterstützen? Dann teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.